Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Zu einer Spezialsprechstunde begrüße ich Sie heute zu einem Thema, was häufiger vor allem Mütter mit ihrem ersten Kind beschäftigt, und zwar die Tatsache, dass ein Baby oder ein Kleinkind sich ans Ohr fasst, öfters ans Ohr fasst. Und die jungen Mütter und Väter machen sich Sorgen, ob sich dahinter etwas Schlimmeres verstecken könnte, ob vielleicht eine Ohrentzündung vorliegt. Und das ist der Grund, warum sie mir vorgestellt werden. Es fasst sich ständig ans Ohr. Ich frage dann nach, ob etwas zusätzlich zu bemerken ist an auffälligen Symptomen wie Fieber oder schlechtes Trinken, schlechtes Essen oder Jammern oder so etwas. Das wird in der Regel verneint. Und tatsächlich ist es dann so, wenn ich das Kind untersuche, ich finde nichts, was dieses erklären könnte, dieses Hinfassen. Also, was ist der Grund dafür? Der Grund dafür, dass Babys sich ans Ohr fassen, das ist, solange sie das nicht äußern können, rein spekulativ von uns zu erklären. Meine Erklärung ist einmal die Beobachtung, dass es fast alle Kinder tun, vor allem die Kleinen, die Babys. Sie fassen sich einfach gern so ans Ohr. Das hat damit zu tun, dass das Ohr etwas ist, was sich anders anfühlt als die andere glatte Haut. Kinder sind ja auf der Suche nach etwas Neuem, insbesondere die Babys. Und sie finden relativ bald, dass an ihrem Ohr sich etwas anders anfühlt als am anderen Körper. Das ist mit einer der Gründe, warum Babys sich gerne ans Ohr fassen. Und dann mache ich die Beobachtung, dass wenn Kinder zahnen, sie ebenfalls diesen Griff machen. Sie fassen dann allerdings sich nicht ans Ohr, sondern sie versuchen, das Zahnen zu unterstützen. Sie fassen einfach dorthin, wo sie etwas spüren, dass sich da etwas verändert. Manchmal, vor allem bei den größeren Kindern, ist der Grund für das Hinfassen tatsächlich das, was die Erwachsenen am ehesten bedenken, wenn sie bemerken, dass sie sich da hinfassen, nämlich, dass sie Ohrschmalz haben, was sie stört. Und in diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf mein Video über das Ohrschmalz und wie man da auf natürliche Weise vorgeht. Ich fasse nochmal zusammen. Kinder, die sich ans Ohr fassen, gibt es häufig. Entscheidend dabei ist mehr die Tatsache, dass noch etwas dabei ist, wie Fieber, wie Schmerzen, wie Allgemeinzustandsbeeinträchtigung. Man kann das bei Babys daran erkennen, dass sie schlechter trinken, schlechter essen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sie einfach nur sich immer wieder ans Ohr fassen, brauchen sie sich als Eltern in der Regel keinerlei Sorgen machen. Noch eine Ergänzung. Wie ist das nun aber, wenn ein Kind wirklich Ohrschmerzen hat, fasst es sich dann auch ans Ohr? Und da ist meine Erfahrung eher das Gegenteil. Also zumindest macht es nicht diese Bewegung. Wenn man Ohrenschmerzen hat, tut das nämlich weh. Es macht dann eher diese Bewegung. Beziehungsweise es hat Angst davor, dass man das Ohr berührt. Es ist immer in Verbindung mit einer Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes. Man merkt dem Kind an, dass es Schmerzen hat. Ohrenschmerzen machen Schmerzen, merkbar, in einer Gesichtsveränderung. Und wenn ein Kind sich ans Ohr fasst oder ans Ohr greift und dabei das Gesicht verzerrt, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass tatsächlich etwas mit dem Ohr nicht stimmt. Und das ist dann ein echter Grund, in der Sprechstunde mir das Kind vorzustellen. Wadenwickel. Wie Sie aus meinem Video über Fieber behandeln ja schon wissen, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Fieber zu behandeln. Eine davon ist die in Anführungszeichen natürliche Behandlung über Wadenwickel. Nachtschreck oder, wie wir Mediziner sagen, Pavor nocturnus. Ich werde häufig in der Sprechstunde mit diesem Phänomen konfrontiert. Eltern sind, wenn sie das zum ersten Mal erleben, sehr erschreckt. Sie ahnen zwar schon etwas in diese Richtung, aber erst durch das Gespräch mit mir wird klar, um was es sich da wirklich handelt.